Neuer Knotenpunkt für Plauen. Nach anderthalb Jahren Bauzeit konnte heute Vormittag der neue Bahnhof Mitte an der Reichenbacher Straße offiziell eröffnet werden. Jedoch ohne die Anwesenheit der Baufirmen. Bei so einem Projekt, wo so viele beteiligt sind, gibt es, das geht nicht ohne Schwierigkeiten. Wir haben auch einen gewissen Streit mit zwei Baufirmen von allen beteiligten Firmen, Ingenieurbüros, Architekturbüros, wo wir auch um die Rechnungshöhe streiten. Das ist durchaus nicht ungewöhnlich. Die Stadt Plauen ist als ein zuverlässiger Bezahler von Rechnungen bekannt. Wir haben einen hohen Investitionshaushalt für Schulbau, für Straßenbau, für Kindergärten, für Brücken. Aber an dieser Stelle fällt also es etwas auseinander, was die Baufirmen meinen, abrechnen zu können und wo wir sagen, das ist nicht vertragskonform. Insgesamt kostete das Projekt inklusive Parkflächen und Erneuerung der 100 Jahre alten Eisenbahnbrücke 11,5 Millionen Euro. Plauen und der Zweckverband ÖPNV Vogtland beteiligten sich mit 2,3 Millionen Euro. Der erste Zug des neuen Knotenpunkts hielt bereits heute früh um 5.41 Uhr.